Fuck, ist das eine harte Powerrüstung. Oh mein. Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und das ist die 7. Folge von Fallout 4 in VR. Und Leute, ich sag euch, heute ist es soweit. Heute werden wir Munition bauen, en masse. Hoffe ich doch, das ist jetzt die Anmod. Ich weiß ja nie, was danach passiert, aber ich glaube fest dran, dass es heute soweit ist, dass wir dieses wunderschöne Teil, ich zeig's mal in der Nahaufnahme, diesen Gunstock von Beswin VR, ohne jetzt Werbung machen zu müssen, ein tolles Teil. Und es fühlt sich so gut an, im Spiel eine Waffe zu halten und haptisch in den Händen wirklich etwas zu halten. Das hört sich komisch an, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist endlich soweit und halt, ich sag euch, ich treffe mit dem Teil. Ich habe es ausprobiert und es funktioniert. Und ich bin gespannt. Ihr seid dabei, ich bin dabei. Bis gleich. So, Leute, es geht los. Seht ihr das? Eine Leiche. Seht ihr das, dieses Wunder? Oh, jetzt fängt es auch noch an zu pissen. Egal, wunderschönes Teil. Wir sind endlich ready. 590. Um den Dreh Munition sollten reichen. Wir gehen zur Paladin Dance. Oh, es ruckelt schon ein wenig. Keine Ahnung warum. An dem Regen kann es ja nicht liegen. Wir melden uns zum Dienst. Und dann erfüllen wir unsere erste richtige Mission. Paladin Dance, da ist Munition. Einen Moment bitte. Oh. Okay. Einsatz. Das macht alles selber. Hab ich getroffen? Ich weiß nicht. Aber wahrscheinlich. Das machst du. Du hast die bessere Waffe. Die haben einen Händler. Ein Händler. Ausgeraubt. Munition, yes. Und viel Zeit zum Verkaufen. Ihr wart definitiv am falschen Ort zur falschen Zeit. Die zweite Mission verlief nicht ganz so gut. Kurz nachdem das Team angekommen war, ist der Kontakt ab und wir haben nie wieder etwas von ihnen gehört. Was mein Team angeht, wir haben schon 4 Männer an dieses verfluchte Ödland verloren. Traurig. Aber trotz dieser Rückschläge denke ich nicht daran aufzugeben und als verschollen gemeldet zu werden. Ja, da gebe ich dir recht. So, ein Nachteil ist, dadurch, dass der Gunstock die Controller ein bisschen verdeckt, hat das Tracking Schwierigkeiten, die Controller zu sehen. Aber daran könnten wir uns wahrscheinlich gewöhnen. Ist halt der Nachteil an VR. VR ist halt immer noch nicht hundertprozentig ausgereift. Aber das, was möglich ist, ist gut. Du kannst ruhig ein bisschen schneller laufen. Die hören dich sowieso. Bei deiner lauten Hydraulik. Aber nun gut. Ja, Leute, wir werden diese Waffe noch oft genug nutzen. Solange wir so einen Dude in Powerrüstung haben, soll er ruhig den Vortritt machen. Mal schön Munition sparen. Denn ich habe keine Lust, auch wenn das viel sein mag, dann plötzlich keine Munition mehr zu haben. Und dann wieder zurückgreifen müssen auf Pistole. Mein Ziel ist es, solange wir noch können, das Gewehr zu nutzen, mit der Munition. Und dann, bevor wir wieder aus sind, entsprechend gut Munition zu finden. Sodass wir niemals auf Null kommen. Versteht ihr, was ich meine? Wir safen mal.
mach mal, komm. Gut. Ach, jetzt rennt er wieder, okay. Oh, jetzt wird's dunkel hier. Wir lassen aber das Licht aus. Denn ich möchte nicht, dass unsere Feinde uns vom Weiten schon sehen. Das macht er schon. Der Paladin Dance ist nicht umsonst ein Paladin und nicht nur ein Private. Deswegen soll er ruhig hier die Vorarbeit leisten. Und wir unterstützen ihn als Backup. Außen sollten keine Sicherheitssysteme sein. Okay. Kurz Licht an. Nö, hier ist nichts. Und Licht aus. So. Sollen wir rein? Paladin Dance? Pass auf. Wir ziehen das sauber und leise durch. Keine Heldentaten. Alles schön nach Vorschrift. Verstanden? Jawohl. Verstanden. Wunderbar. Denk dran, unser Hauptziel ist der Hochleistungssender. Konzentriere dich und pass auf, wo du hinschießt. Ich will nicht von einem Querschläger getroffen werden. Okay. Dann wollen wir mal. Du bist auch bereit? Okay, los. Es waren Firmen wie diese hier, die den letzten Nagel in den Sack der Menschheit schlugen. Sie nutzten die Technologie für ihre eigenen Zwecke aus. Sie steckten das Geld ein, ohne sich Gedanken über den Schaden zu machen, den sie angerichtet hatten. Okay. Safe. So viel Metallschrott, ey. Hier ist noch ein funktionstüchtiger Computer. Okay, Text. Von Thomas Reinhardt, CEO, an das gesamte Sicherheitspersonal. Ich möchte, dass Sie gemeinsam mit Ihrem Team eine neue Sicherheitsstrategie für den ArcJet-Komplex ausarbeiten. Das ist unser erster Auftrag für die USSA und ich möchte keine Probleme mit der Sicherheit haben. Wenn wir am XMB-Hilfstriebwerk arbeiten, verdoppeln Sie die Bewachung rund um die Uhr und installieren Sie automatische Abwehrmaßnahmen innerhalb der Anlage. Ich möchte außerdem noch, dass Sie einen Berater einstellen, um ein besseres Sicherheitspasswort für unsere Terminals auszuarbeiten. Das automatische Versenden von Passwörtern per E-Mail nach Ablauf einer bestimmten Zeit ist lächerlich. Von Sam Brandt, Leiter der Sicherheit an das gesamte ArcJet-Personal. Ab morgen geben wir Identifikationsmarken an alle Mitarbeiter aus, die jederzeit getragen werden müssen. Die Marken sind mit einem schwach radioaktiven Isotop überzogen, das unsere interne Sicherheitsgeschütze davon abhält, versehentlich die eigenen Mitarbeiter zu erschießen. Sollten Sie sich ohne Marke in der Nähe des Maschinenkerns aufhalten, sind wir nicht verantwortlich für Verletzungen, die Sie in diesem Fall eventuell erleiden. Die Geschütztürme gehen in einer Woche in Betrieb, daher empfehle ich Ihnen, sich schnellstmöglichst für Ihre Marke anzumelden. Ja, macht Sinn. Thomas Reinhardt, wieder CEO an Sam Brandt und der Leiter der Sicherheit. Sam, was zum Teufel ist da unten los? Wie ist ein Pressevertreter an der Sicherheit vorbeigekommen, durch die gesamte Forschungseinrichtung und bis zum Maschinenkern gekommen, ohne unsere Alarme oder Geschütztürme auszulösen? Wir haben hier einen ganz schönen Schlamassel und Ihre Aufgabe wird es sein, ihn wieder zu beseitigen. Es ist mir egal, wie Sie das bewerkstelligen, aber tun Sie es. Sollte das später auf uns zurückfallen, werden Sie dafür verantwortlich gemacht, das schwöre ich Ihnen. Hm. Protektron-Steuerung. Haben wir überhaupt noch welche? Na, gucken wir mal, ob noch einer verfügbar ist. Nope, alle down. Irgendwas zu looten hier? Nope. So, und kommst du jetzt mit oder kommst du jetzt nicht mit? Soll ich das hier jetzt alles alleine machen, oder? Ich meine,
Ist ja vollkommen okay. Ich möchte auch was zu tun haben hier. Ich möchte auch eine wichtige Rolle spielen in dieser Geschichte. Also gut, let's do this. Laboranalysen, Erinnerung, Passwortsicherheit von Sam Brand an alle Mitarbeiter. Dies ist die jährliche Erinnerung daran, dass alle Passwörter für die Terminals und Zentralrechner monatlich geändert werden müssen. Sollte dies nicht geschehen, kann das zu automatischen Passwortänderungen, zur Aufhebung von Netzwerkprivilegien und oder zu Disziplinarmaßnahmen führen. Bitte tragen Sie dazu bei, dass ArcJet-System weiterhin sicher bleibt. Automatische Passwortänderung. Nachricht zur automatischen Passwortänderung. Laut Protokoll ist Ihr Terminal-Passwort 3 Monate lang nicht geändert worden. Aus Sicherheitsgründen wird Ihr Passwort jetzt zurückgesetzt. Ihr neues Passwort lautet 9YB3N. Diese Nachricht wurde automatisch erstellt. Bitte antworten Sie nicht auf diese Nachricht. 9YB3N. Kann ich mir eh nicht merken. 9YB3N. Ulten Ventilator. Wir nehmen den Wecker mit. Einen Globus nehmen wir mit. Und dann entsperren wir das, haben das Passwort natürlich uns merken können. Laborsteuerung. Verbindung zum Prototyp nicht möglich. Wenden Sie sich bitte an den Techniker. Okay. Die Sicherheitstür öffnen wir. Die verriegelt war. Es müsste die vor uns. Fuck. Leute, das waren Synths. Fucking Synths waren das. Synthetische Killerroboter. Bleistift. Upsala. Bleistift, yes! Bleistift, Leute. Synths. Ja, wahrscheinlich über uns. Fucking Synths! Hier! I hate them! Kommen direkt aus der Hölle! Pistole nehmen wir mit. Ja, das macht der Dan schon, keine Sorge. Oh, fuck! Ghost! Ja, der ist über uns. Okay. Gut. Kann ich jetzt endlich looten? Das wirst du jetzt ja wohl noch alleine schaffen. Paintbrusher, Fusionszellen. 8 Stück. 8 Stück an der Zahl. Das können wir natürlich hier nicht liegen lassen. Safen auf jeden Fall. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Fucking Synths, ey. Auf jeden Fall. Gut, Munition. Ja, da wird es noch eine große Debatte geben, was die Synths betrifft. Sind sie gut? Sind sie böse? Haben sie vielleicht keine Wahl? Ja. Haben sie eine Wahl? Das ist die große Frage. Bisher trifft alles rund und ich liebe diese Waffe. Funktioniert alles top. Und eine Tesla-Forschung. Du hast eine Ausgabe von Teslas Forschung gefunden. Energiewaffenversuchen verursachen dauerhaft plus 5% mehr kritischen Schaden. Vielen Dank. Und es ist also, ich habe euch ja gesagt, mit den Vive-Controllern spielt sich das Spiel viel angenehmer, muss ich euch sagen. Vor allem das Steuerkreuz ist so angenehm zu spielen.
Da sind die, so gut die Alex-Controller, die Index-Controller auch sein mögen, für Fallout 4 sind sie definitiv nichts. Warte, ich wusste, ich habe schon fast was vergessen. Cool. Yes. Wow. Nicer Dicer. Ist wie gesagt angenehm, dieser Gunstock. Ich kann auch quasi meine Arme freilassen. Muss ich ab und zu, weil es schon sehr in den Armen anstrengt. Wie ihr wisst ja, ich stehe auf Immersivität. Arcmail, Bodensafe. Von Sam Brand, natürlich der Leiter der Sicherheit, an den Empfang. Wie gewünscht habe ich einen Bodensafe im Bereich der Rezeption einbauen lassen. Sie können sich eingehende Lieferung bezahlen und Wertsachen verstauen, bis sie an einem sicheren Ort gebracht werden können. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie Probleme mit dem Safe oder dem Schließmechanismus haben. Ein Safe an der Rezeption. Ah, ich sehe. Die Presse. Thomas Reinhardt, CEO und alle Rezeptionsmitarbeiter. Mir ist bewusst, dass unsere Ankündigung bezüglich des Mars-Flugs-Projekts großes Interesse bei den Medien hervorgerufen hat. Wenn Mitglieder der Presse um Stellungnahme oder Interviews bitten, verweisen Sie sie bitte direkt an unsere PR-Abteilung. Versuchen Sie nicht, Fragen selbst zu beantworten und geben Sie keine Informationen zum Projekt heraus, sofern Sie nicht zuvor eine Genehmigung dazu erhalten haben. Ja, das kennt man ja. Also. Keine hausinternen Informationen weitergeben. Das wär's. Ah, nice. Immer her mit dem Zeug. Ein Telefon nehmen wir mit. Silber haben wir jetzt, glaub ich, genug, aber den Ventilator nehmen wir mit, weil wir brauchen Schrauben. Schrauben ist auch ein wertvolles Gut. Oh, das ist ein Aufzug. Da gehen wir lieber raus. Nicht, dass er noch weiter versinkt. Man weiß ja nie. Da ist unser Dude. Und jetzt seifen wir. Und dann geht's weiter. Das dürfte unser letzter Halt sein. I can't see shit, Leute. Oh, das ist ein fucking... Ein fucking Raketentriebwerk. Ah ja, gut, davon ging's ja, handelte es sich ja in den Mails. Um die Mars-Mission. Scheiße, ist das ein Riesenteil. Willst du es nicht auch sehen? Nicht? Na gut. Dann gucken wir weiter. Also, muss aufpassen, dass wir da nicht runterfliegen. Denn ich schätze, wenn wir da runterfallen, kommen wir nicht mehr hoch. Oder sind dead. Was ist? Aha. Ach nee, sag bloß. Das ist mir jetzt überhaupt nicht aufgefallen. Ja, dann. Ja, geil, oder? Aha. In VR ist es halt noch geiler. Ich meine, ja okay, so groß ist es jetzt auch wieder nicht. Ist jetzt nicht so mega groß, aber ist halt schon ein Gerät. Und mit den Lightning Mods ist es halt umso geiler, dass es hier schön dunkel ist. Irgendwo muss es ein Notstromsystem geben. Schau doch mal den Wartungsbereich neben dem Hauptraum um. Ich bleibe hier und halte uns den Rücken frei. Alles klar. Da muss ich rein und da ist eine Holo-Waffe und eine neue Waffe. Eine Holo-Waffe, ich meine Holotape. Die Waffe gesehen und dann gleich Holotape. Ist ein Knopf. Passiert nix. Wahrscheinlich, weil die Tür schon offen ist. Dann Holotape. Techniker, persönlicher Eintrag. Johlen, grinsen, lachen, spotten, necken. Oh, er hat einen Highschool-Abschluss. Alles gut, was ich am Werkunterricht. Oh, guck mal, er liest Wissenschaftsmagazine. Ha, ha, ha. Werkunterricht. Sollen Sie das hier mal im Werkunterricht machen?
meine Ingenieurskunst. Das Beste auf dem Gebiet beschleunigter Waffen. Meine Schönheit. Mein Junkjet. Die werden sich noch wundern. Diese Ingenieure mit ihren Anzügen und tollen Abschlüssen. Am Montag werde ich es ihnen zeigen. Ich glaube, da ist jemand mächtig eifersüchtig gewesen. Das ist aber der Junkjet. Nehmen wir mal. Junkjet ist, glaube ich, eine Waffe, die Müll wegschmeißt. Okay. Nicht jedermanns Sache. Erinnert mich an Half-Life. Den Graviton. Heißt der Graviton? Mit dem man Objekte dann quasi als Projektil benutzen konnte. Wie dem auch sei. Aber. Geschafft. Den werden wir nicht großartig benutzen. Oh, Öl, vorsichtig, dürfen wir nicht schießen. Das ist mit dem verbunden. Okay, aber auf jeden Fall nehmen wir Fusionskern. Dann müssen wir wahrscheinlich hier hin. Ah, wo ist das Wort? Da ist das Wort. Easy. Maschinenkern, Gebäudeverwaltungsraum, Hauptenergie ist aus, Hilfsgenerator ist auch aus. Der Maschinenkern wird mit Notstrom betrieben. Um Energie zu sparen, wurden alle nicht wichtigen Systeme und Vorgänge deaktiviert. Energieoption, Hilfsgenerator, starten. Energieversorgung wiederhergestellt. Die Maschinenkern wird mit Notstrom betrieben. Geschafft. Energieversorgung des Triebwerkskerns wiederhergestellt. Triebwerk betankt. Oh oh. Bereit zur Zündung. Officer Dan? Soll ich jetzt den Knopf drücken? Drück den Knopf. Okay. Befehl angenommen. Starte 5 Sekunden Countdown. Geh weg da! 4 3 Geht er jetzt da? Warum geht er nicht durch die Tür? 1 Oh oh. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Triebwerk wird gezündet. Test abgeschlossen. Die Effizienz des Triebwerks liegt bei 96,7%. Fuck, ist das eine harte Powerrüstung. Oh mein Gott, alles in Ordnung? Die Flammen haben mich ganz gut... Alles okay? Dank meiner Powerrüstung ist noch alles dran. Das Wichtigste ist, dass wir noch leben und dass wir an den Sender kommen. Gehen wir. Krasse Rüstung. Krasse Rüstung. Aber erstmal looten. Loot, 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 loot. Loot, 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 loot. Alles meins. Dann können wir irgendwann mal auf Energiewaffen wechseln. Denn wir haben dann genug Munition. Oder wie wir es in Französisch sagen würden, en masse. Und lassen natürlich nichts zurück. Ja. Ich meine, es war schon recht riskant. Ich habe einfach gedacht, so, der wird es schon überleben. Nee, habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich dachte eher so an... Oh, fuck. Habe ich ihn gerade getötet? Indem ich jetzt einfach mal so das Triebwerk gestartet habe. Aber im Großen und Ganzen ist hier alles gut gelaufen. Ich glaube, jetzt haben wir gleich... alles eingesammelt. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mit dem Fahrstuhl jetzt hoch. Uiuiui.
gecrapped hier richtig. Okay. Komm, Ghost. Ghost! Oh nein, Ghost! Ah, der ist runtergefallen. So, Paladin Dance ist wieder unten. Während ich Ghost holen wollte. Und weht. How dare you, du fliegst wieder runter. Sagt man how dare you? Dare you einfach nur. Ah, haben wir in Englisch wieder. Alex, Englisch müssen wir noch üben. Oh, da eine rote Truhe. Standard, episch. Was ist Standard? Eine Brechstange. Eine Gordon Freeman? Brechstange? Na, okay. Gut zum Verkaufen. Wolle. Okay. Antriebskernkontrollterminal. Ja, machen wir gleich. Ich denke mal, da geht's gleich weiter. Deswegen möchte ich hier noch schnell zu Ende looten. Ein Bleistift. Fast vergessen. Oder fast übersehen. Vergessen, nicht eher übersehen. Zahnpasta brauchen wir nicht. Nope. Ja, hast du es auch endlich mal nach oben geschafft? Der einzige Nachteil an den Vive-Controllern ist, dass ich manchmal den mittleren Knopf nicht finde. Aber es könnte auch an meiner Inkompetenz liegen. Test starten! Maschinenkernzentrale Steuerung. Aktueller Antrieb. Prototyp Thermalturbine G12. Antriebsstatus. Test beendet. Effizienzgrad 96,7%. Das safen wir auf jeden Fall. So. Test starten. Fehler 081. Treibstoffreserven bei 0,5%. Nachtanken erforderlich. Wir haben keinen Tank mehr, Johnny. Okay. Dann müssen wir wahrscheinlich oder den Test weitermachen. Oh, schon wieder ein Aufzug. Ghost, komm! Aufgepasst. Hier. Komm her. Gut. Wir sehen uns oben. Nach oben. Ja, hast du uns... sich doch gedacht, dass du dich zu uns gesellst? Oh, Seire. Ach, wir sind draußen. Okay. Was ist Phase? Paladin. Dance. Keine Zeit für Fragen. Wir müssen weiter. Ja, und wohin? Was sagt unser Log? Berge den Hochleistungssender. Okay. Das habt ihr jetzt verpasst? Dass da noch so aus dem Nichts nochmal zwei Stints kamen. Wie Zielfernrohr. Okay. Aber. Ein Schlagstab brauche ich nicht. Aber. Der hat natürlich keine Chance. Ich habe hier noch so einen Raum gefunden. Bin mir nicht sicher, ob das relevant ist. Auf jeden Fall gibt es gutes Zeug hier. Vor allem noch ein Safe. Wie schön. Vielleicht ist hier das, was wir suchen. Passwort. Warte, brauchen wir das Passwort? Wenn wir es so können. Den kann ich nicht hacken. Na, okay. Dann brauchen wir doch wirklich das hier. Oh, Notizen. Von Dr. Rory McClellan's Terminal. Es ist toll, wieder im privaten Sektor zu sein. Die Arbeit für das Militär ist ein schrecklicher, nie endender Trott aus nicht eingehaltenen Versprechungen, gekürzten Budget und lächerlichen
Abgabeterminen, die ich wirklich gelernt habe zu hassen. Die Arbeit am XMB-Hilfstriebwerk ermöglicht es mir endlich, meinen Horizont zu erweitern und mich mit etwas zu befassen, wovon ich schon immer geträumt habe. Mitzuhelfen, Astronauten zum Mars zu schicken. Thomas scheint meine Vision zu teilen, daher bin ich mir sicher, dass wir mit seinem Geld und meinem Know-how der US-Weltraumverwaltung ein überlegenes Produkt liefern können. Heute musste ich Thomas schlechte Neuigkeiten überbringen. Ich habe ihm gesagt, dass das Triebwerk zu schwer für die Anforderungen der USSR ist und wir mehr Zeit als erwartet benötigen, um das Problem zu lösen. Noch nie habe ich ihn so wütend gesehen. Seine Reaktion hat mich an einigen der Armeegenerälen erinnert, mit denen ich früher gearbeitet hatte. Er hat eine Weile gebrüllt, aber als er erkannte, dass wir daran nicht viel ändern können, hat er sich beruhigt und wir konnten uns damit beschäftigen. Ich glaube, das Gewichtsproblem dürfte den Zeitplan um 3 bis 6 Monaten verlängern, aber wir könnten auch Glück haben und es früher hinbekommen. Sollte es länger dauern, werde ich mich wohl irgendwo anders nach einer Stelle umsehen müssen. Dank einiger Vorschläge meines Forschungsteams und ein paar schlaflosen Nächten konnte ich das Endgewicht der XMB-Hilfstriebwerks auf sage und schreibe 17 Pfund weniger als in den USSR-Richtlinien angegeben verringern. Thomas war überglücklich, als ich ihm die Nachricht überbrachte. Danach habe ich mit meinem Team in einer Bar gefeiert. Genau diesen Moment halte ich in Ehren und genau deshalb habe ich mein gesamtes Leben der Forschung gewidmet. Heute hätte es eigentlich eine Presseveranstaltung geben sollen, aber Thomas hatte sie nur wenige Stunden vorher abgesagt. Ich bin mir nicht sicher, dass das XMB-Hilfstriebwerk für einen Testlauf bereit war. Daher weiß ich nicht, was diesen plötzlichen Sinneswandel verursacht hat. Nach einem Gespräch mit Sam Brandt, unserem Leiter der Sicherheit, teilte er mir mit, dass es möglicherweise einen Sicherheitsverstoß gegeben habe und er die Empfehlung ausgesprochen hätte, die gesamte Veranstaltung auf einen späteren Termin zu verschieben. Ich muss sagen, dass dieser gesamte Tag ziemlich seltsam war. Irgendwie glaube ich, Brent sagte mir nicht die ganze Wahrheit. Letzter Eintrag. Ich kann gar nicht glauben, was ich heute entdeckt habe. Ich ging die Videoaufzeichnungen aller bisherigen Testläufe des XMB durch und stieß auf einen Vortest zum Kohlenstoffabbrand, den ich im Februar durchgeführt hatte. Ich schwöre, dass ich auf einer der Kameras kurz vor dem Zünden des Triebwerks jemanden an der Unterseite des Maschinenkerns habe langlaufen sehen. Ich brachte das Band direkt zu Thomas und warf es ihm auf den Schreibtisch. Er schaute kurz drauf und sagte mir, dass dieser arme Kerl bei lebendigem Leibe verbrannt wäre und Brent den Unfall vertuscht hätte. Ich konnte es gar nicht glauben. Ich sagte, dass ich damit direkt zur Polizei gehen würde, aber er drohte mich umzubringen. An meine Familie. Jetzt weiß ich nicht, was ich tun soll. Ich glaube, ich habe keine andere Wahl, als die Bänder morgen direkt an die Presse zu übergeben und zu hoffen, dass die Behörde Thomas aufhalten können, bevor er eine Dummheit begeht. Puh. Okay. Safe ist schon auf. Tragische Geschichte, wollte ich dazu sagen. Aber mein Gott, ja gut, kannte man die Person? Kannte er die Person? Macht das einen Unterschied, ob man die Person kannte? Warum liegt hier ein Fatman? Fragen über Fragen und wir haben immer noch nicht das gefunden, weshalb wir hier sind. So Leute, geschafft. Ich habe nochmal diese Sequenz nochmal erneut gemacht. Natürlich habe ich ein bisschen vorgesucht, um die ganze Sache ein bisschen zu erleichtern. Ich weiß, dass in den Sins kein gesuchter Hochleistungssensor ist. Aber hier ist er. Nimm ihn. Verschwinden wir. Wahrscheinlich. Wir fahren mit dem Wartungslicht an die Oberfläche. Okay. Wahrscheinlich ist diese Leiche irgendwo gebuggt gewesen, weil ich bei dem Event nicht dabei war. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Haben wir es jetzt geschafft? Haben den Hochleistungssensor geborgen? Kommt, nein. Oh, dann fahre ich eben wieder alleine. Nach oben. So, das. Oh, ein Bug. Egal. Nö, ist eigentlich nicht egal. Naja, das hätte besser laufen können. Aber immerhin haben wir die Mission erfüllt. Ein Lichtbug. Besser? Ich finde, es lief doch super. Ich finde,
Es lief doch super. Wir sind beide noch am Leben und wir haben den Sender. Die Details sind... Ah, das Licht ist scheiße. Ich finde, wir haben gut im Team zusammengearbeitet. Das stimmt. Es ist eine angenehme Abwechslung, mit einem Zivilisten zu arbeiten, der Befehle befolgen kann. Es gibt allerdings noch zwei wichtige Dinge zu besprechen. Zum einen werde ich dich für deine Unterstützung während dieser Operation entlohnen, sobald du mir den Sender gibst. Ich denke, diese Waffe wird dir sehr nützlich sein. Es ist meine persönlich angepasste Version des Standardlasergewehrs der Bruderschaft. Möge es dir im Kampf gute Dienste leisten. Die will ich gar nicht. Na gut. Brauchst du das nicht? Das ist nicht meine einzige Waffe. Soldaten der Bruderschaft führen immer eine Zweitwaffe mit sich. So, und was die zweite Sache angeht, ich möchte dir ein Angebot machen. Wir hatten da drin mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Unsere Operation hätte durchaus in einer Katastrophe enden können. Aber du hast einen kühlen Kopf bewahrt und dich wie ein guter Soldat verhalten. Ich bin fest davon überzeugt, dass du das Zeug hast, um der Bruderschaft beizutreten. So wie ich das sehe, hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Du könntest den Rest deines Lebens durchs Ödland ziehen und deine Dienste für mickrige Belohnungen anbieten. Oder du trittst der stählernen Bruderschaft bei und bewegst etwas in der Welt. Also, was meinst du? Für was werde ich mich wohl entscheiden? Das werden wir wahrscheinlich erst in der nächsten Folge erfahren. Aber jetzt erstmal ab zu Atmut. Und? War gut, oder? Ja, finde ich auch. Mit der Waffe, das ist mega. Und ich habe getroffen, wie ich es euch versprochen habe, und Munition bereitgestellt. Wir haben unsere erste richtige Mission geschafft. Mit ein paar Schwierigkeiten, aber ich glaube, das ist eher von meiner Seite ausgekommen. Mal gespannt, was uns noch erwartet. Werde ich der Bruderschaft beitreten? Das ist die Frage. Eigentlich wollen wir lieber den Lone Survivor spielen. Ich werde mir das doch mal durch den Kopf gehen lassen. Ist, denke ich mal, der perfekte Cliffhanger. Wir werden sehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir ein Like da oder sonstiges. Ich würde mich freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Andrew Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.